Hallo und ein herzliches Willkommen zu Inside the Empire, eurem deutschen YouTube-Kanal rund um das Thema Star Wars. Heute gibt es den zweiten Teil von Spotlight on Prinzessin Leia, wo ich über ihre Aktionen im galaktischen Bürgerkrieg reden werde. Aber nun viel Spaß mit dem Spotlight on Prinzessin Leia Teil 2. Der galaktische Bürgerkrieg. Wie wir ja alle wissen, beginnt eine neue Hoffnung damit, dass Prinzessin Leia auf einer vermeintlichen diplomatischen Mission gewesen ist. Was natürlich nur ein Vorwand war, die kurz zuvor gestehlenen Pläne des Todessterns in Sicherheit zu bringen und dabei Obi-Wan Kenobi noch von Tatooine abzuholen, um den Rebellen im Kampf gegen das Imperium zu helfen. Während des Fluges wurde sie jedoch von Darth Vaders Sternzerstörer, der Devastator, angegriffen und geentert. Leia speicherte die Pläne des Todessterns mitsamt einem Hilferuf, der an Obi-Wan Kenobi gerichtet war, in den Droiden R2-D2 ein. Zusammen mit C-3PO konnte R2-D2 mit einer Fluchtkapsel auf der Oberfläche des Planeten Tatooine landen, wogegen Leia von Sturmtruppen gefangen und Darth Vader vorgeführt wurde. Leia Organa wurde von Darth Vader zum Todesstern gebracht, wo sie vor Gros Moff Gouverneur Wilhuff Tarkin gebracht wurde. Dieser verurteilte sie wegen Hochverrats zu Tode. Leia wurde daraufhin gefoltert und bedrängt, den Standort der Rebellenbasis preiszugeben. Dies führte dazu, dass Gros Moff Tarkin mit dem Todesstern nach Alderaan geflogen ist, um Leia noch mehr unter Druck zu setzen, da er, falls sie den Standort nicht preisgeben würde, den ersten richtigen Test des Todessterns an Alderaan machen würde. Leia gab daraufhin einen falschen Standort an, und zwar Dantooine. Doch Tarkin war dies zu weit weg für einen erfolgreichen Test und gab den Befehl, dennoch Alderaan zu zerstören. Nach der Zerstörung Alderaans befahl Tarkin die Exekution der Prinzessin und sie wurde wieder zurück zu ihrer Zelle 2187 im Inhaftierungsblock AA23 des Todessterns gebracht. Dort trauerte Leia um ihren geliebten Heimatplaneten und um ihre dort lebenden Freunde und Familienmitglieder. Diese Tatsache, dass das Imperium eine solche grausame Machtdemonstration verübte, bestätigte Leia in ihrem Handeln bei den Rebellen im Kampf gegen die Tyrannei. Als sich die Türe zu ihrer Zelle öffnete, stand ein vermeintlicher Soldat der imperialen Sturmtruppen vor ihr, Luke Skywalker. Leia wurde daraufhin von Luke Skywalker, Han Solo und dem Wookiee Chewbacca befreit. Die vier Helden versuchten nun von der grausamen Kampfstation zu fliehen. Doch war da noch Obi-Wan Kenobi, den sie holen mussten, damit alle in Sicherheit gebracht werden konnten. Allerdings war Obi-Wan gerade mit Darth Vader in einem Lichtschwertkampf verwickelt. Die anhaltende Begeisterung der Sturmtruppen an den Kampf sorgte dafür, dass der Millennium Falcon unbeaufsichtigt war, sodass Leia und ihre Retter an Bord des Schiffs steigen konnten. Lediglich Luke beobachtete den Lichtschwertkampf weiterhin, doch als Obi-Wan besiegt wurde, kam auch er an Bord und das Schiff konnte zur Flucht ansetzen. So, meine lieben Star Wars Freunde, das war es auch schon mit dem zweiten Teil von Spotlight on Prinzessin Leia. Wie immer hoffe ich, dass es euch gefallen hat und würde mich ein wenig über eure Meinung freuen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und wie immer, möge die Macht mit euch sein. Falls euch dieses Video gefallen hat, drückt den Daumen nach oben Button. Ansonsten könnt ihr mich finden auf Facebook unter Inside the Empire oder auf Twitter @Rocky_Stardust.